So, hallo. Wir machen weiter bei Kirby und das vergessene Land. Bin gespannt, wie oft ich den Titel irgendwann mal falsch sagen werde. Ich habe mich ein bisschen leiser gestellt. Ich hoffe, ich bin jetzt etwas leiser. Ich habe die Musikdämpfung etwas angepasst. Und ich habe auch gemerkt, dass ihr eigentlich schon die Musik recht gut hören konntet. Also, mal gucken. Aber ich finde, ich schlag noch so ein bisschen teilweise zu stark aus. Ich hoffe, wir kriegen das noch hin im Laufe des Projekts. Okay. Ja, letztes Mal sind wir hier gestrandet und können uns jetzt hier mal das erste Level anschauen. Also, weil das Tutorial ist für mich kein erstes Level und das kann man auch gar nicht nochmal spielen. So, ne? Dann ist das das offizielle erste Level. Urbane Grasle, halt. Das war dann nochmal, was ich wollte, genau. Also Naturebene 0 von 46. Also da gibt es dann wahrscheinlich, ne, pro Level hier jetzt 9 Wattledies oder so. Und in dem ganzen Abschnitt 46. Und dann, wenn man da weitergeht, geht es wahrscheinlich in die Wüste. Und so weiter. Also ich denke schon, das wird ein, ja, umfangreiches Spiel. Ach, gucke mal. Missionen. Schließe den Abschnitt ab, rette die versteckten Wattledies und dann mehr Missionen. Okay. Cool. Ah, das sind dann auch zusätzliche Wordle-Dies wahrscheinlich, die man. Okay. Gefällt mir jetzt schon mal, dass es Missionen gibt. Ist eigentlich ganz nett. Je nachdem, was es dann für Missionen sind, ob die eintönig sind oder nicht, so, das wird sich alles zeigen. Na? Gehen wir doch gleich mal rückwärts. Rückwärts gehen ist immer ein gutes ein guter Anfang. Okay, direkt eine Münze. Und ich schätze mal, die Münzen werden erst relevant, wenn wir in Wordle-Dies-Stadt was aufgebaut haben, weil wir da wahrscheinlich noch was kaufen können oder so. Irgendwelche Upgrades oder was weiß ich. Wir werden sehen. Wo ist das Viech hin? Hallo? Hä? War der nicht gerade? Ach, da ist er. Wie ist der denn gelaufen? Kuckuck. Noms. So. Bringe 5. Ah! Okay, die Missionen. Okay, das ist cool. Ich dachte jetzt erst, die Missionen tauchen erst auf, wenn Dings ist. Wenn hier, weißt du schon? Aber okay, ich verstehe. Wenn, Mann, was wollte ich denn sagen? Wie bringe ich dich denn zum Blühen oder blühst du schon? Kommt der wieder eigentlich? Ich wollte eigentlich die Fähigkeit haben, ganz gerne. Scheiße. Habe ich den jetzt unwiederbringlich gekillt? Oder kommt der wieder, wenn ich weit genug weggehe? Na, scheinbar nicht. Okay. Ach, das war die Tulpe, die ich zum Blühen gebracht habe, ne? Ja, okay. Never mind. Ja, was ich sagen wollte, ist cool, dass dann die Missionen auftauchen, wenn man sie sozusagen macht. Ich dachte erst, die kommen erst nach einer Weile. Okay, da ist noch so einer. Dann killen wir den jetzt einfach nicht. Und holen uns den Bumerang. Bäm. Ich dachte erst, die Missionen kommen, wenn man das Level geschafft hat. Aber das ist nicht der Fall. Sehr gut. Gefällt mir. Jetzt kann ich wieder alles niedersäbeln hier. Sehr schön. Und hier eine. Oh, das ist cool. Mit dem Bumerang kann ich auch die Münzen einsammeln. Das ist schön. I like. Okay, runterfallen kann ich hier noch nicht. Aber wir haben ja auch gesehen, runterfallen ist nicht so dramatisch. Ist halt ein bisschen Energie weg. Kann ich hier auch aufladen eigentlich? Ah, dann hält der. Ah, okay, dann hält der sich so an. Und dann kann ich. Oh, das ist auch cool, weil dann kann ich den hier machen. Das ist jetzt chillig. Dann kann ich hier so warten und sagen, jetzt!
Und dann sammelt der hier alles weg. Nice. Okay, hier gibt es eine Torte, brauche ich nicht. Würde ich warten, bis wir meinen Energieverlust haben, aber ich kann hier reinlaufen. Und komm zu einer Tulpe. Sehr schön. Nice. Gut. Bedeutet aber auch, dass wir jetzt noch nichts anderes, was die anderen Missionen angeht, gemacht haben. Was hat mich gerade getroffen? Ich habe nicht aufgepasst. Okay, den kann ich gleich als Verwandlung verwenden. Was auch immer der dann kann. Wir gehen erstmal weiter. Wow, okay. Okay, jetzt habe ich ja Energie verloren. Dann kann ich auch mal kurz hier rein. Ah, oder habe ich gar nicht. Ich dachte, ich habe Energie verloren. Vielleicht war es nur eine Animation. Oha. Mehr von euch. Okay. Ah, okay, hierfür brauche ich... Ich wollte halt mal gucken. Ne, brauche ich nicht. Hä? Ah, okay. Oder kann ich das auch so aufmachen? Ne, also selbst die stärkste Variante öffnet den nicht. Okay, gut. Dann holen wir uns doch mal den Kollegen hier. Ach so, jetzt muss ich den aber erst... Ah, nee, okay. Das ist das, was ich cool finde. Man kann also sowohl diese großen Verwandlungen machen, als auch... Lol. Oh, lol. Okay, da geht... Okay, da gehen die Dinger kaputt. Das ist wichtig. Oh, aber ich habe auch nicht unendlich viele Dosen. Sehe ich gerade. Okay, also das heißt, ich muss die immer wieder einsammeln. Zumindest wenn es geht. Aber die treffen, die sind sozusagen unwiederbringlich weg. Ah, da war eine Mission. Zerstöre irgendwas. Ah, okay, das war es dann auch schon mit dem Ding. Das sieht irgendwie komisch aus. Weil ich bin jetzt so halb in dieser... Ich bin jetzt so halb einfach in dem Teil drin. Das sieht sehr weird aus. Okay. Ach, und manche von den Dosen kommen wieder. Okay, ich verstehe. Okay, sogar... Ja, okay, okay. I see. Gut, dann lassen wir den erstmal hier stehen. So. Nein! Oh. Und gehen mal da hoch. Aha. Da ist noch ein neues Collectible. Was ist das? Irgendeine Kapsel. Okay, da werden wir wahrscheinlich am Ende des Levels erfahren, was das ist. Okay. Ich mag es ja immer, wenn man sammeln kann, ne? So Zeug zum Einsammeln ist immer cool. Ach, guck mal, jetzt ist das Level schon zu Ende. Okay, das war kurz. Oder es ist nur so ein Warp-Stern. Das kann auch sein. Weil wir haben ja gerade mal 2 Tulpen. Muss ja noch 3 Tulpen geben irgendwo. Nein, das ist wahrscheinlich nur so ein Warp-Stern. Oh mein Gott. Der gibt mir aber richtig. So, das habe ich ihm gegeben. Nein, das ist wahrscheinlich nur so ein Warp-Stern, wo es weitergeht. Ja, okay. Kennt man ja auch aus Kirby-Spielen. Ich will nur kurz gucken, ob wir noch irgendwo eine Tulpe oder sowas haben. Sieht aber nicht danach aus. Hier noch irgendwas. Merkt ihr das, wenn man sowas hier im Vordergrund hat, ne? So, hier. Dann dreht die Grafik voll durch. Da kommt die gar nicht drauf klar. Da wird es zum 3-FPS-Spiel einfach. Okay. Gut. Hoppa. Genau, jetzt geht's einfach weiter. Okay.
Kann ich da drüber? Nein, höher kann ich nicht. Okay. Okay, da können wir gleich wieder die Bombenfähigkeit bekommen. Ach lol, die Bomben alleine essen reicht auch aus dafür. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig, okay. Ah, nach einer Zeit explodieren die trotzdem auch, okay. Kann ich das Ding kaputt machen? Wahrscheinlich nicht. Ich kann es nur runterpfeffern. Okay, das wollte ich testen, ob die Dinger selber auch wehtun. Und die Antwort ist ja. So, wie viele Münzen gibt jetzt die Grüne? Wir haben aktuell 374. Okay, das ist ein Fünfer. Grün ist 5, Rot ist wahrscheinlich 10. Was hat man noch? Blau hat man noch. Oh, jetzt kann ich mich hier auch wieder verwandeln. Ja, wir warten kurz. Wir gehen das mal schnell weiter und gucken mal, was noch so kommt. Ja, okay. Die Metallkisten kann man immer nur mit den Fähigkeiten dann kaputt machen. Ja gut, dann verwandeln wir uns. Komm. Noms. Aber warum gibt es hier mehrere? Ist es einfach nur Deko oder geht das nach einer Weile kaputtes Zeug? Kann ich die kaputt machen? Nein, aber die mich, okay. Okay, also es bleibt. Kirby kann damit so eine Art Stampfattacke machen. Aber auch nur da, wo es halt geht. Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Okay. Ah, okay. Ich sehe schon was. Logischerweise. Wer sieht's nicht? Schwer zu übersehen. Bam. Okay, da wäre Energie wahrscheinlich gewesen. Was ist da wieder so ein Durchgang? Nein. Ich will abgeben. Ist da ein Durchgang irgendwo? Nein, okay. Dann verwandeln wir uns wieder. Kegelstopfer. Ah, mein Gott. Tschüss. Okay, da ist nix. Aha. Jawollo. Irgendwann werden wir noch eine Tulpe finden. Kann ich das kaputt machen? Nein, scheinbar nicht. Okay. Gut. Du kannst gleich mal einen Abflug machen. Aha. Gut, die war jetzt nicht sonderlich schwierig versteckt. Okay. Gedacht. Ah, das war wieder eine Mission. Okay, okay, gelange über das irgendwas. Ah, und da ist wieder so eine Kapsel. Bin mal gespannt, was diese Kapseln sind. Aber bisher war das Ende von jeder dieser Zwischenmissionen so eine Kapsel. Okay. Da komme ich nicht rein. Das ist wahrscheinlich einfach Deko. Okay. Gut, hier muss ich abgeben. Hui. Okay, kommt jetzt wieder so ein Arenenkampf? Weil wir sind am Ende offenbar angekommen. Moment, aber ich habe noch nicht alle Tulpen, oder?
Fünf Tulpen, 3 von 5. Habe ich jetzt 2 nicht gefunden, oder was? Oh. Lol. Schwertgrobian, oha. Bam. Kann ich nicht einfach dem Dauerschaden machen, wenn ich das in ihn reinkriege irgendwie? Ah, das geht automatisch zurück zu mir, okay. Ja, jetzt. Okay, es macht aber nicht viel Schaden. Ja, okay. Das Ding zurückholen macht dann schon mehr Schaden. Bam. Oh, daneben. Okay, einfach Dauerbeschießen macht am meisten Schaden. Gut. Tschüssikowski, mein Freund. Okay. Ja, gib mir Schwert. Sehr schön. So, ja, aber... Ach so, warte, das ist nur ein Wortel, die wir haben doch 3 Gefangene. Das ist noch nicht das Ende des Levels. Ah, das ist noch nicht das Ende des Levels. Okay, okay, okay. Ich glaube, mich wundert es mit den Tulpen, aber dann passt es schon. Dann kommen noch mehr Tulpen. Bam. Und ab dafür. Jawollo. Neuer Abschnitt, mehr Tulpen. Oh. Gib mir das mal wieder. Aber ich glaube fast, bisher habe ich kein Problem damit, wenn er direkt schlucken würde. Deswegen machen wir das mal wieder an. Gerade wenn ich jetzt sowas wie nämlich gerade habe, wo ich das verliere und dann wieder einsammeln muss, dann nochmal eine extra Taste drücken, ist eigentlich albern. Ich will ja direkt verwandelt werden. Das passt schon. Hier ist was, hier ist was, hier ist was. Aha. Mach dich weg. Mach dich weg. Die Frage ist nur, manchmal braucht man halt eine spezielle Fähigkeit, aber ich denke mal, wenn man eine spezielle Fähigkeit braucht, dann kommt die auch wieder. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, ist hier oben irgendwas? Ah, hier. Aha. Ah, okay, damit kann ich den gleich angreifen wahrscheinlich. Ich verstehe. Machen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal da hoch. Gehen wir erstmal hier hoch. Das Ding kann ich auch essen. Okay, what the hell? Ah, wahrscheinlich für den da. Yo. Wie öffne? Ach so, das... LOL. Das war einfach so zum... Okay. Ja, crazy. Ach so, und die sind versteckt. Die, also manche muss man auch so... Okay, okay. So, was ist jetzt... Warum leuchtet jetzt da hinten was? Was kann ich da tun? Ach so, einfach berühren. Ah, okay. Ja, das meine ich, ne? Ich saug's ein und ich verwandle mich direkt. So, das ist chilliger. Okay. Dann verwandeln wir uns. Ah, ich sehe eine Tulpe. Bam. Ah, hier ist der andere Wortel, die. Dann haben wir alle 3. Chillig.
Sehr schön. So, hier ist Tulpe Nummer 4. Eine fehlt noch. Checkpoint. Okay, ich muss da hoch. Ah, ich kann sogar mit dem Ding da hoch. Aha. Okay, da kann ich nicht rein. Ah, da war die letzte Tulpe. Gar nicht gesehen. Sehr gut. Haben wir doch alle Missionen, oder? Jawollo. Abschnitt abschließen noch und dann haben wir alle Missionen. Nice. Na dann. Hui. Oh, jetzt ist hier eine große. Ah, okay, aber da drin ist das Ziel. Yo, chill mal. Ah. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, hier muss der reinbeißen. Und dann kann ich jetzt hoch. Hui! Und dann kann ich auf ihn drauf. Oh, hier ist nochmal so ein Ding. Okay. Da bin ich mal gespannt, ob es mir irgendwo anzeigt. Nein! Ah, ich bin drauf gelandet, zum Glück. Ob es mir irgendwo anzeigt, wie viel ich hätte finden können davon. Sehr schön, dass sie die drei übrigen Waddle Dees. Gut, ab dafür. Jetzt gucken wir mal, was alles sich auf der Oberwelt tut. Denn ich denke mal, das Waddle Dee Dorf wird sich jetzt Stück für Stück aufbauen. Alle Missionen abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Okay, die Anzahl der Münzen ist das, was bei Rekord steht. Okay, gut. Aha. Ah, das sind Figuren. Kirby wurde in einen rätselhaften Wirbel gesaugt, über Planet Pop auftauchte. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer neuen Welt. Die Reise durch den Wirbel bescherte ihm auch eine neue, seltsame Kraft. Mal sehen, was er damit so alles anstellen kann. Auf ins Abenteuer. Und Nummer 2. Dieses Ding. Hui, der Panzer dieser Baukröte besteht aus einem Gebäude. Wer so aussieht, hat im Bestienreich bestimmt etwas zu melden. Sonnenbänder stehen bei ihr weit oben auf der Liste. Dafür klettert sie gerne an hohe Orte. Und ich glaube, das liest mal jeder für sich durch. Ich glaube, diese Dinge liest jeder für sich durch. Und eine blaue Sternmünze. Okay, also das sind so Objekt-Podest-Dinger. Trophäen. Und da ist dann Level 2. Okay. So, aber jetzt gehen wir mal davon aus, jawollo, dass die hier zur Stadt gehen, die Waddle Dees. Figurensammlung, okay, ja. Ja, versuchen wir zu vervollständigen, mit Sicherheit. Die Frage ist nur, sehe ich, wie viele ich hier hätte sammeln können, Figuren? Nein, sehe ich nicht, okay. Also Minus. Wo ist Minus? Da. Oha. 79. Aber hierzu gibt es keine Informationen, ne? Okay. Kirby guckt sich jetzt mal erstmal selbst an. Ja. Zoom. Wow. Aber man kann nicht mal nach oben oder nach unten. Ich kann nur links und rechts drehen. Das war's. Okay. Da konnte man bei Smash mehr drehen. Na gut, so. Abschnitte. Okay, da kann ich jetzt hier die...
Ah, da kann man dann auch von einem Abschnitt zum anderen. Okay, das ist auch gut zu wissen. So, jetzt gucken wir mal, was sich hier getan hat. Vielleicht hat sie ja schon was getan. Jawollo! Genau davon habe ich geredet. Die Wurtelis bauen ihre Stadt wieder auf. Jawohl, genau. Sind wir mal gespannt, was da alles so kommt. Okay, erstmal ein Filmding. Ja, gut, da kann man wahrscheinlich die. Ja, genau. Die Sachen anschauen. Aber wir können schon mal ein bisschen. Sieht aus, als hätten die Wurtelis. Sollen wir uns mal etwas umsehen? Ja, das machen wir doch gerade. Weißt du, was hier entsteht? Oha. Okay, wir wissen noch nicht, was hier entstehen wird. Kann ich da schon hoch? Da oben glitzert's. Nein, scheinbar kann ich da noch nicht hoch. Hier weiß ich auch noch nicht. Also es ist auch bei 50 Wurtelis. Hier gibt es eine Maxi-Tomate. Warum auch immer. Hier geht es mit 60 Wurtelis weiter. Hier ist auch noch nichts. Also bisher ist das Kino da. Erstmal Unterhaltung. Okay. Ah, hier geht's noch runter. Ach, jetzt kann ich zu diesem Ort da. Ah, jetzt kann ich dieses Ort der Ankunft-Ding wieder zu. Okay. Hätte ich das vorhin auch gekonnt, weil bisher konnte ich da irgendwie nicht zurücklaufen, hatte ich den Eindruck. Was hast du mir zu erzählen? Ach so, du bist ja der Typ. Nein. Danke. Okay. Aber halbe Stunde sollte parttechnisch ganz okay sein. Und ich will ja auch mit jedem Part so ein bisschen gucken, dass ich die Audioeinstellungen verbessere. Insofern glaube ich schon ganz sinnvoll, wenn wir hier erstmal wieder Schluss machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.